So, liebe Leute, hier haben wir nochmal den Canyon, den wir letztes Mal gebaut haben. Euer Feedback dazu kann ich leider erst morgen umsetzen, da mir diese Woche leider die Zeit fehlt, um jeden Abend aufnehmen zu können und ich daher ein paar Aufnahmetermine zusammenlegen muss. Aber wir gehen auf jeden Fall nochmal ran. Heute dafür was ganz anderes. Wir haben ja noch genug zu tun. Es fehlen ja noch die Bildungseinrichtungen und es fehlt ja auch noch die Deko hier an den ganzen Fassaden. Jetzt habe ich aber gerade gesehen, dass hier noch relativ viel Müll rumliegt und ich würde sagen, das gehen wir mal zuerst an. Indem wir die Zoopfleger nochmal eine Runde ausbilden, das wäre Schritt Nummer 1 und dann auch ein paar weitere Mülltonnen aufstellen. Fangen wir also hiermit mal an. Die Zoopfleger, wie ihr seht, haben keinen Arbeitsbereich, die meandern durch den ganzen Zoo. Insofern müssen die natürlich auch fleißig sein und eine gute Ausbildung haben. Machen wir jetzt einfach mal die nächste Stufe hier klar. Geld haben wir ja genug. So, und einen stellen wir auf jeden Fall noch ein. Und dann suchen wir uns mal die südamerikanischen Mülleimer raus. Wo sind sie? Hier. Und stellen davon mal eine ganze Reihe auf, ne? Immer schön in die Kreuzungen rein. Oder mal in die Mitte des Weges. Soweit sich die Müllspur zieht, würde ich sagen. Ja, hier ist gut. Dann machen wir hier nochmal weiter. Hier oben einen in die Kreuzung. Hier unten in die Kreuzung. Hier machen wir auch noch einen rein. Hier schaut es ganz sauber aus. Hier liegt ein bisschen Müll. Da könnte noch einer hin. Hier hin. Oh, und hier sieht es richtig böse aus. So, und dann müssen wir natürlich unter Wasser auch noch ein bisschen was hinbauen. Jawohl. Ich denke, hier oben haben wir jetzt alles. So, passt mal auf. Da steht einer. Hier stellen wir noch einen in die Ecke. Der nächste kommt hier unten in die Ecke. Und jetzt können wir natürlich nur auf den Weg stellen, weil wir hier auf einer Brücke sind. Und dann kommt hier einer zu dem Laden. Hier einer zu dem Laden. Upsala. Und oben auf die Treppe. Nochmal einer. Ach, wie schaut das denn hier aus? Ich würde sagen, einer in die Mitte. Und einer nochmal hier in den Tunnel. Und dann müsste das erstmal genügen, ne? So, vielleicht können wir jetzt diesen einen neuen Zoobilder auch schon... Zoobilder. Zoopfleger ausbilden, um Gottes Willen. Bin ja schon wieder ganz kirre heute. Brauchen ja ein kleines bisschen Zeit, bis man sie tatsächlich zum ersten Mal ausbilden kann. Und da gucken wir mal, ob das jetzt schon geht. Ja. Wunderbar. Okay. Das ist mal die Müllproblematik. Ich hoffe, die löst sich jetzt ein bisschen. Und dann gehen wir heute mal zum Restaurant. Hier würde ich gerne eine schöne Fassade dran dengeln und auch wieder eine Dachterrasse bauen, so wie das vorne schon in diesem europäischen Dörfchen passiert ist. Wir nehmen jetzt erstmal das Solarmodul, hauen das mal in die Baugruppe rein. Ach, das war es sogar schon. Aber dann positionieren wir es mal ein bisschen anders. Hier so in die Mitte. Und... ja, eine Toilette meinte ich eigentlich auch irgendwann mal hier geplant zu haben. Die fehlt aber. Dann machen wir auf jeden Fall hier noch eine Toilette dazu. Wo sind sie denn? Mitarbeitereinrichtung, da müssen wir hin. Gästeeinrichtung, Matze, Mensch, hey. Also, wo kommt die Toilette hin? Ich würde sagen, wir machen sie einfach jetzt mal hier hin. Die sollte auf jeden Fall weit weg von den Tischen sein. Und pass mal auf, das Ding kommt hier rüber, dann kriegt das alles ein bisschen eine interessantere Form. Und jetzt tüten wir mal die ganze Bude ein bisschen ein, zumindest mal das Erdgeschoss. Und da haben wir hier im Südamerika-Paket schöne Bambusmaterialien. Mit denen wollen wir mal anfangen. Und da haben wir jetzt hier grüne, die sind
bemalt oder denen kann man eine Farbe geben. Oder wir haben hier diese typisch bambusfarbenen. Ich würde sagen, die nehmen wir einfach. Das passt ganz gut von der Farbe hier. So. Machen hier das Ding einfach mal zu. Toilette tüten wir mit ein. So. Upsala. Und hier machen wir kein Fensterchen hin. Ach ja, passt auf, jetzt kriegen wir natürlich ein Problem. Das hier ist ein Solarmodul. Da können wir kein Dach drüber bauen. Wir stellen es jetzt einfach doch hier hin. Und machen das optisch ein bisschen anders. Passt mal auf die Toilette. Die ziehen wir jetzt einfach hier rein. Ja. Das geht nicht wegen dem Weg. Das ist auch okay. Aber das kriegen wir hin. Passt mal auf. Jawohl. Ich glaube, so machen wir das. Hier. Nehmen wir jetzt nochmal dieses Wegteil. So. Schließen die Toilette jetzt wieder an. Bauen das Ding hier einmal um. Setzen jetzt hier vorne noch so einen schönen Bogen davor. Können wir einfach mal nach diesen Bambuswänden filtern. Ja, wir machen das hier. So machen wir das. Genau. Hier so einen Bogen. Oder vielleicht eher diesen Kasten. Ja, nehmen wir den. Und ach, hier machen wir auch einfach einen hin, auch wenn der nirgendwo hinführt. Was soll das denn? Hauptsache, es sieht halt irgendwie aus und das Gebäude kriegt ein bisschen schönere Form, oder? Machen wir mal so. Und hier hinten machen wir noch mit einer Wand dicht, damit keiner in die Küche lunzen kann. Oder machen wir es einfach ganz zu. Pass mal auf, das braucht man vielleicht so gar nicht. Okay. Wenn wir jetzt ein Dach hier drauf zimmern. Pass mal auf, irgendwas stimmt hier mit der Höhe nicht so ganz. Ich weiß aber noch nicht was. Das werden wir uns gleich nochmal angucken müssen. Hier fehlt auch noch was. Pass mal auf, da nehmen wir das Ding, oder? Also irgendwie sieht das von der Höhe nicht so richtig bündig aus, würde ich sagen. Puh, was machen wir da? Wir legen jetzt einfach mal ein Dach drauf. Gucken mal, wie das ausschaut. Ja, ich hätte gerne die Raster-Variante. Es würde aber gehen. Okay, das ist schon mal die gute Nachricht. Ich möchte aber eher Bambus haben. Ja, das geht. Okay. Das geht, das können wir machen. So, die steht falsch. Pass mal auf, die brauchen wir gar nicht, oder? Die ist ja vollkommen unnütz, diese Wand. Und jetzt machen wir hier einfach noch ein bisschen was zu. Und hätten hier oben jetzt ein schönes Stockwerk, sage ich mal, um noch ein paar Tische zu platzieren. Das geht aber nicht ohne einen Weg. Und dann nehmen wir jetzt mal irgendeinen, denn ich würde den gerne so bauen, dass man ihn einfach nicht sieht. So, jetzt sind wir aber ein Stockwerk zu tief und kommen irgendwie gar nicht hoch. Wie machen wir das jetzt? Pass mal auf, ja. Wir gehen einfach mal von hier los. So. Und peilen jetzt mal die Bude da oben an.
Dann sollte das doch hinkommen. Ja, da sind wir auf der richtigen Höhe. Aber irgendwie... Ja. Höhe stimmt, aber... Wir sind ein Stück zu weit rechts. Warum auch immer. Ich verstehe es nicht. Wir machen es jetzt nochmal anders. Wir setzen das Ding jetzt einfach mal händisch. Gucken jetzt nochmal von oben, dass das genau passt. Schaut ganz gut aus. Und jetzt wird hier das Spaltmaß nicht richtig. Okay. Dann müssen wir hier mal die Ausrichtung auch händisch machen. So. Und runter. Und anschließen. Jetzt nehmen wir nochmal die Rasterausrichtung rein. Jetzt passt es wieder. Und können hier überall ein bisschen Weg drunter bauen. Okay, den brauchen wir nämlich, damit wir überhaupt Tische stellen können. So, Tische platzieren. Dann nehmen wir die hier. So, natürlich in die Baugruppe. Jawohl. Und können hier oben so ein bisschen Freestyle agieren. Den hier nehmen wir noch ein Stückchen hier rüber. Und einen noch. Ah, das ist ein bisschen zu eng. Die Leute sollen hier auch vorbeilaufen können. Wir lassen es mal bei der Anzahl Tische. Wir haben ja schon ein paar, so ist es ja nicht, ne? Oder einen noch. Kommt, ne, einen machen wir noch. So. Den ziehen wir dafür ein Stück rüber. Den ein Stück hier hin. Dann können wir den noch ein Stück diese Richtung schieben. So, dann gehen wir nochmal zum Restaurant. Weisen die Tische auch zu. Und dann können die auch benutzt werden. Jawohl. So, vielleicht machen wir hier noch einen anderen Wegtyp hin. Gucken, wie das ausschaut. Es gibt sich aber eigentlich alles nichts. Na, hier haben wir doch ein bisschen Holz verbaut. Das ist schon mal besser. Okay. Toilette angeschlossen. Hier stimmt irgendwas optisch nicht. Das ist ein eckiger Weg. Na gut, ist jetzt so, ne? Also. Das Solarmodul, das stört uns jetzt hier auch nicht. Hier machen wir nochmal einen Mitarbeiterweg dran. Welcher passt farblich hier am besten? Nehmen wir den. Okay. Jetzt würde ich das gerne noch ein bisschen schöner machen. Hier soll natürlich noch ein Dach drüber. Wir gucken jetzt nochmal beim Bau nach diesen Bambusrohren. Die finde ich nämlich immer ganz schön. Dann nehmen wir jetzt tatsächlich die bemalte Variante und setzen die jetzt einfach mal hier oben drauf in die Baugruppe. Das passt schon. Schön auf die Ecken. Jetzt würde ich ganz gerne... Ich denke, wir färben die... Nee, wir färben die später um, wenn wir wissen, wie sie ausschauen sollen. Machen wir mal so. Und so. Verlängern die einfach mal. Oder haben wir da... Sind das die dicken? Moment. Gucken wir nochmal. Dick bemalt. Ich würde die Querstangen würde ich tatsächlich dünne nehmen wollen.
Dann machen wir das mal anders. Wir nehmen die dünnen, wo sind sie? Dick, 4 Meter, jawohl. Dünn bemalt, da haben wir sie. Die 4 Meter Variante wäre jetzt noch viel schöner. So. Und kippen. Unter. Jawohl. Und hier einmal auf Stoß. Und nochmal, so passt das. Okay. Dann. Ups. Habe ich schon wieder falsch gemacht. Ein Klassiker. Also. Ne, passt mal auf. Den ziehen wir jetzt erst nochmal hier so ein bisschen auf die Mitte. Nicht ganz. Hier hin. Und noch einmal dahin. Und jetzt probieren wir uns mal so ein bisschen was hiervon. So. Pfosten hätte ich jetzt natürlich nicht gebraucht. Aber wisst ihr was, wir können das Ganze noch einmal abbrechen. Wir können das ganze Ding hier nochmal kopieren. Bis auf den Pfosten hier vorne. So, das ist das, was wir brauchen. So. Weiter geht's. Die Einheit nehmen wir noch einmal. Ziehen sie nochmal hier rüber. Jetzt ist das schon wieder alles schräg. Das ist doch echt zum Reiern. Das ist eine ganz schöne Fummelei hier, ne? Geht das doch schon wieder los? Wo ist hier das Problem? Guckt mal, das schließt hier gar nicht an. Und das ist hier schon das Problem gewesen, das habe ich gar nicht gesehen. Also können wir das einmal wegmachen. Wir müssen das ganze Ding hier nochmal korrigieren. Da ist nämlich das Problem schon entstanden. So, das passt. Und noch ein kleines Stückchen. Jawohl. Okay, nächster Versuch. Das Grün wird, wie gesagt, noch geändert. Oh, das ist heute echt, echt nicht so mein Tag. Höhe nochmal anpassen, die haben wir jetzt natürlich wieder verschoben. So geht's, damit können wir leben. So, einmal hier auf die Ecke. Einmal drehen. Z.
sitzt jetzt nicht so gut hier. Das schieben wir nochmal rein. Steht ein bisschen über. Ist aber nicht schlimm. So. Dann holen wir uns einfach von hier drüben die nächsten. Passt. Dann nochmal hier die beiden. Jetzt haut der hier nicht hin. Irgendwas ist ja immer, ne? Das habe ich nicht sehr akkurat vorbereitet, gebe ich zu. Macht am Ende alles mehr Arbeit. Ach, herrje. Was ein Gefummel. Das habe ich mir leichter vorgestellt. Aber wir wären ja nicht bei Planet Zoo, ne? Wenn das alles so toll und easy wäre. Und dafür können wir halt sandboxen, bis der Arzt kommt. So, den drehen wir uns nochmal so rum hin. Okay, ah, das war schon wieder der falsche Pfeil. Machen wir gleich neu, sonst stimmt die Höhe nicht. Ja, noch so ein Stückchen rüber. Hier nach vorne. So, und dann haben wir es doch gleich, bitte. Der sitzt auch nicht gut. So. Und da brauchen wir jetzt was? Da brauchen wir den. Und die hier. Okay. Da fehlt auch noch was. Das habe ich wahrscheinlich eben aus Versehen nicht kopiert, sondern nur verschoben. Es war schon mal da und ist jetzt wieder weg. Okay, ich frage mich noch, ob das jetzt auch so richtig toll ausschaut. Das werden wir noch sehen. Erstmal kommt jetzt ein Dach oben drauf. Und dann machen wir doch mal direkt den Start hier mit so einem Bambusdach. Also Reet. So machen wir das mal. So machen wir das mal genauso. Ja, da kommt schon ein bisschen das Flair auf, das ich eigentlich gerne hätte. Doch, ja. Warum eigentlich nicht? Das Einzige ist die Frage, ob das jetzt hier nicht ein paar Stangen zu viel sind. Ich mach die jetzt einfach mal kurz weg, die obere Reihe, und wir gucken mal, ob das nicht besser wäre, wenn wir nur eine auf halbe Höhe machen.
denke, das wäre deutlich schöner. Ja. Machen wir, sonst sieht es ein bisschen zu sehr nach Gefängnis aus. An der Farbe müssen wir auch noch arbeiten. Und die Frage, ob halbe Höhe oder tatsächlich da unten. Ich finde das fast auch gut, wenn das da unten wäre, oder? Lasst uns einmal angucken. Ich denke, wir machen das auf halbe Höhe, dann ist das gut. So, passen das mal hier an, da vorne, so dass es hier einigermaßen gut ausschaut. Jawohl. So lassen wir das. Und was ich gerne noch machen wollte, hier gibt es nämlich diese schönen Seilknoten-Dinger. Jetzt weiß ich nicht, wie sie heißen. Irgendwas mit Seil bestimmt. Die hier. Die finde ich nämlich mega gut. Die sind es nicht, die Seilrollen, nein. Moment. Oh, wie heißen die Teile? Das weiß ich gar nicht. Aber wir werden sie finden. Oder sie waren es doch. Doch, die waren das, die waren das. Damit können nämlich jetzt hier diese Verbindungen schön gemacht werden. So, passt auf. Das machen wir jetzt hier mal so an ein paar Ecken. Kann man jetzt auch eine Wissenschaft wieder draus machen, ne? Gut. Aber ich denke, das Prinzip ist soweit klar, ne? Es passt. Es gab doch auch nochmal die Möglichkeit, die irgendwie ein bisschen besser setzen zu können, wenn ich mich nicht irre. Schauen wir nochmal, ob das so funktioniert. Ja, ne? Dann sind wir doch viel schneller unterwegs. Ist aber auch nicht so ganz einfach. Doch, wenn man den Trick mal raus hat, dann geht's. Okay. Jawohl, so können wir es machen, so geht das viel besser. Naja, hier passt es nicht so richtig. Den schieben wir noch ein Stück nach vorne.
So. Das hat nicht hingehauen. Okay. Den müssen wir noch ein bisschen einpassen. Und dann haut das auch hin. Und das Ganze gibt es jetzt natürlich noch für die Kleinen. Dann sind wir aber wirklich lange unterwegs wahrscheinlich. Ja, das wird mir jetzt zu aufwendig. Das machen wir jetzt nicht mehr. Ich denke, das hat auch nicht den allergrößten Mehrwert. Gut, eine Farbe müssen wir uns noch überlegen. Aber ganz grundsätzlich ist das schon mal das, was ich mir so grob vorgestellt habe. Natürlich noch ein bisschen Deko und alles drum und dran. Da würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal noch weiter. Und eine andere Farbe für das Grün finden wir auch auf jeden Fall noch. Aber es geht schon mal in die Richtung, wo ich es gerne hätte. Die Leute können oben sitzen und essen. Unten auf jeden Fall auch. Die ersten Fassaden haben wir. Und sowas ist halt immer eine langwierige Geschichte. Ich hoffe, dass es euch trotzdem interessiert. Und dass wir das zusammen noch ein bisschen weiter gestalten können. Ne? Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir machen hier eine kleine Pause. Und morgen geht's weiter. Bis dann, euer Matze.